Прошу, доктор. Hier mein Silvester-Gesamtsortiment. Ich werde dieses Jahr Silvester in Polen feiern, deswegen habe ich hier einige polnische Feuerwerksartikel dabei und ich werde euch die einfach jetzt mal kurz zeigen. Testvideos wird es dann natürlich auch geben. Ich habe hier einmal polnische Raketen, Firecrum von Pyromax, ein Raketensortiment mit 9 größeren Raketen. Die großen haben 32 Gramm NEM, die kleineren haben 28. Das heißt, selbst die kleineren wären in Deutschland so nicht erlaubt als Silvesterfeuerwerk. Ich denke vor allem die großen, die werden auch schon ein bisschen kräftiger sein als deutsche Raketen. Dann habe ich hier noch Polenböller, Danger, auch von Pyromax 12 Stück mit Blitzknallsatz, 1,2 Gramm NEM pro Böller. Dann haben wir hier eine deutsche Batterie, eine Hellboy von Weco, hatte ich selber noch nie. Einmal in der Pyromult-Bauweise werde ich mal selber testen. Dann eine Poison-Batterie, beziehungsweise es ist gar keine Poison, sondern es ist nur der Karton. Hier habe ich noch ein bisschen Visco, hier habe ich einen Vesuv-Vulkan, ein paar Figurenlichter, ein paar Böller noch, so ein bisschen so Kleinkram, ein paar Reste. Ja. Hier eine Quattro-Fontäne auch noch. Hier auch noch so ein bisschen Kleinkram, so ein paar Jorge Spinner Klasse 1, ein paar Wunderkerzen, einfach so vielleicht für auch vor 0 Uhr. Dann noch eine kleine polnische Batterie, die Bloom Batterie, auch von Pyromax, mit 20 mm Kaliber, 9 Schuss. Dann von Weco auch noch aus dem Aldi, die Double Power, haben mich letztes Jahr sehr, sehr überzeugt, fand ich echt super. Kleine Bombenrohre haben wir hier noch. Tischfeuerwerk und dann eigentlich so das Highlight vielleicht, die Grand Batterie von Pyromax, eine 20 Schuss 25 mm Batterie, die jetzt auch aus Polen ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.